Staubig ist es und heiß. Kein Wunder, liegt Bukhara doch mitten in der Wüste. Doch mit der romantischen Vorstellung einer kleinen Oase mit einer Wasserstelle und ein paar Palmen hat dieses Fleckchen Erde an der legendären Seidenstraße in Usbekistan wenig zu tun. 270.000 Einwohner tummeln sich in der riesigen Oasenstadt, deren malerisches Zentrum an ein Märchen aus 1001 Nacht erinnert. Mehr als 140 architektonische Meisterwerke aus verschiedenen Jahrhunderten, allesamt in Lehmfarben oder blaue Töne gehüllt und vielfach mit kunstvollen Ornamenten, Fliesen und Mosaiken verziert, dokumentieren auf kleinem Raum die ganze Pracht des Orients. Kein Wunder, dass die UNESCO die historische Altstadt von Bukhara mit ihren Kuppeln, Minaretten, Moscheen, Palästen und Prachtbauten im Jahre 1993 komplett als Weltkulturerbe unter ihren Schutz nahm. Wo einst die Karawanen auf ihrem langen Weg entlang der Seidenstraße Rast fanden, wird noch heute unter den Kuppeln der Basare, wie in längst vergangenen Zeiten, wild gefalscht und gehandelt. Westlich der Altstadt befindet sich mit dem Ismail Samanai Mausoleum aus dem späten 19. Jahrhundert das älteste Bauwerk der islamischen Welt. Der Sage nach hat jeder, der aus dem Mausoleum herauskommt und dieses dann dreimal gegen den Uhrzeigersinn umrundet, einen Wunsch frei. Nicht weit entfernt befindet sich das Chasma Ayub Mausoleum. Der größte Schatz des Bauwerks ist die im Inneren befindliche Hiobsbrücke. In längst vergangenen Zeiten war Bukhara auch ein bedeutendes religiöses Zentrum. Davon zeugen nicht nur die vielen Moscheen im Stadtgebiet, sondern auch die Tatsache, dass zu Spitzenzeiten rund 200 Koranschulen hier zu finden waren. Etwas außerhalb der Stadt befindet sich der Sommerpalast des letzten Emirs von Bukhara. Zu sehen ist hier unter anderem der ehemalige Harem. Mehr zu Bukhara und zu Usbekistan unter www.mortimer-reisemagazin.de.